bin der Michael Hess, wie gesagt. Ich bin 19, werde jetzt 20. Ich komme von Rotenturm, schwinge hier einen Schwinkel-Beinsettel. Ja, das ist das von mir. Mit welchem Ziel bist du eigentlich jetzt da heute gekommen? Ich glaube kaum, dass du gekommen bist, um im Schlussgang zu sein. Ja, nein, das habe ich mir schon nicht als Ziel genommen. Ich bin ein bisschen kopflos eigentlich an das Schwingfest gekommen. Und ein bisschen im Hinterkopf hat man natürlich immer ein ganzes Resultat. Wäre natürlich schon schön, dass er so die vier Gänge gewinnen. Oder? Das war eigentlich das Ziel, das sich entwickelt hat im Verlauf des Fest. Und dann ist das Schlussgang natürlich Bonus gewesen. Ich glaube, der Gang, den man sicher erwähnen darf, ist der gegen Schlepp von Markus, weil der ist ja sehr schwierig zum gewinnen, vor allem Techniker. Ich weiß auch nicht, er ist mir eigentlich noch gut gelegen. Er hat schon sehr grosse Schwinger genommen und auch mit einem Gestellten angehängt. Er hat sicher etwas müssen machen gegen mich und hat seine Defensive ein bisschen zurücknehmen. Was dann an mir zu gut gekommen ist eigentlich der, ja. Du bist ja nicht ein unbeschriebenes Blatt. Du hast das letzte Jahr, also im 11. den ersten Kranz gemacht am Schweizer Kantonalen, ich glaube auf dem 9. Rang, wenn es mir recht ist. Du hast vor 2 Jahren am Innerschweizer Nachwuchsschwingertag hast du gewonnen. Wie tust du das beschreiben, diesen Aufstieg jetzt auf einmal da im Schlussgang zu sein? Ja, es ist natürlich... Man sieht, dass man... dass das Training etwas bringt plötzlich und ja, ist natürlich schön, wenn man dann Erfolg anknüpfen kann, oder, wenn man da schon dürfen haben, ja. Tut das Ziel von dem Jahr, von 2012, irgendwie beeinträchtig, oder tust du jetzt ein anderes Ziel setzen, wie du das vorher gedacht hast, jetzt durch den Schlussgang Teilnahme? Ja, ich habe mir jetzt da nicht unbedingt das Ziel vorgenommen, etwas ganz Spezielles. Ich werde sicher den Schwingfest für Fest, also Fest für Fest nehmen. Und das grösste Ziel, das ich eigentlich habe, ist sicher das gesund bleiben, weil ohne das geht überhaupt nicht auf dem Schwingplatz. Also wir wünschen dir viel Glück und gute Gänge. Ja, danke vielmals.